Im Fachausschuss Kinder- und Jugendhilfe der Liga sind unterschiedlichste Träger im Bereich Kinder- und Jugendhilfe vertreten. Wir decken eine Bandbreite für die Lebensalter von 0 bis 27 Jahren ab. Wir sind in den Regelsystemen wie Kita und Schulen tätig, aber auch darüber hinaus in den Feldern Hilfen zur Erziehung, mobile Jugendarbeit, an der Schnittstelle zur Wohnungsnotfallhilfe, in Beratungsstellen und im Übergang Schule-Beruf. Ich möchte mich im Folgenden eher auf die jugendliche Zielgruppe konzentrieren. Eine Zahl vorweg: 2019 waren in Stuttgart 113.000 junge Menschen bis 21 Jahre gemeldet. Der Trend für Stuttgart sagt voraus, dass die Anzahl steigen wird. Gleichwohl werden wir in dem Jahrzehnt 2020 bis 2030 dramatische Entwicklungen haben, was die Altersstruktur in Stuttgart angeht. Das heißt, dass immer weniger junge Menschen immer mehr Ältere versorgen müssen. Der Bericht des Kommunalverbands für Jugend und Soziales spricht von einem dramatischen Jahrzehnt. Im Grunde war es vorauszusehen, aber nun steht es vor der Tür. Mein Blick geht auf die Jugendlichen, die wenig familiäre Unterstützung haben und die von Benachteiligung betroffen sind und die in das Berufsleben münden sollen, weil, wir haben es gerade gehört, es sehr wichtig ist, dass möglichst alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen der Übertritt ins Berufsleben gelingen wird. Eine Bildungsstudie zeigt, ganz aktuell aus 2020, dass Jugendliche mit einem Hauptschulabschluss oder mit keinem Abschluss sehr geringe Chancen haben, in den Ausbildungsmarkt zu münden, beziehungsweise öfters davon betroffen sind, Übergangsschleifen über längeren Zeiträume zu drehen. Dasselbe gilt für Jugendliche mit Migrationshintergrund. Auch ihnen gelingt schlechter der Übertritt in eine Ausbildung. Interessanterweise kehrt sich das um, sobald ein mittlerer Schulabschluss erreicht wurde. Meine Frage an Sie ist, wenn Sie nach der Hälfte Ihrer Amtszeit zurückblicken, welche Maßnahmen haben Sie auf den Weg gebracht, dass besonders jene Jugendlichen, die von Ausgrenzung bedroht sind, die wenig Unterstützungsmöglichkeit haben, gute Übergänge von der Schule ins Berufsleben gelungen sind. Vielen Dank. Ich finde ganz wichtig, dass wir, wenn wir über ungerade Bildungswege reden, eigentlich ganz klar sagen, wenn das Schulsystem nicht zurechtkommt mit den Problemlagen der Menschen, dann ist das, was sich ändern muss, das Schulsystem. Wir brauchen also ein Schulsystem, das eine Vielfalt an pädagogischen Konzepten hat, das so viel qualifiziertes Personal hat, dass man auf die individuellen, persönlichen Probleme und Schicksalsschläge der jungen Menschen eingehen kann. Und dafür will ich sorgen mit Vielfalt der Bildungskonzepte und gut Personal, vielleicht auch sogar aufsuchendem und pädagogischem Personal, damit wir jeden Menschen so, wie er es braucht und er es will, schulfähig machen. Die berufliche Integration von jungen Menschen ist eine zentrale Herausforderung während der Corona-Krise, weil vor allem junge Menschen auf dem Arbeitsmarkt durch die Krise betroffen sind. Ich möchte, dass wir in Stuttgart eine Jugendberufsagentur gründen, dass wir also alle Leistungen, die wir heute haben, unter einem Dach bündeln, so wie die Stadt Freiburg das vorgemacht hat. Eine gute Bildungspolitik ist die beste Zukunftspolitik für junge Menschen, gerade auch für junge Menschen mit ungeraden Bildungsverläufen. Die bestehenden Initiativen und Projekte müssen noch besser an die Bedürfnisse der jungen Menschen angepasst werden, möglicherweise verbunden mit Sprachförderangeboten. Mancher ungerade Bildungsverlauf kann vielleicht auch durch die Bildung von mehr Grundschulförderklassen und durch eine Verbesserung der Schulsozialarbeit vermieden werden. Das Allerwichtigste ist natürlich eine gute Ausbildung und Bildung jetzt mal von der Kita bis in die Schule hinein. Deswegen ist es da auch gerade besonders wichtig, dass die Kinder wirklich auch früh in die Kita kommen. Wir haben ja zunehmend Kinder, die erst mit 4 oder sowas einen Kita-Platz finden, was schon ein Problem ist. Und dann finde ich es ganz wichtig, dass wir die Schulen in Quartieren, wo viele ärmere Menschen leben, nochmal besonders unterstützen. Die brauchen ein besonderes Budget, wie es das zum Beispiel in Mannheim oder auch Hamburg getan haben, weil sie nochmal mehr tun müssen, um die Kinder zu fördern und zu unterstützen. Und dann geht es darum, die duale Ausbildung überhaupt zu stärken, ihr auch mehr Wertschätzung entgegenzubringen, unsere beruflichen Schulen gut aufzustellen
Dazu gehören auch die Ausbildungsmanager, die ich vorhin schon erwähnt habe. Die machen hervorragende Arbeit und die brauchen wir eigentlich für alle. Nicht nur für die geflüchteten jungen Menschen, sondern für die mit nicht so geraden Bildungsverläufen, wie Sie geschrieben haben. Bildungsgerechtigkeit ist ein sehr wichtiges Thema, weil das macht unsere Zukunft aus. Der, der die Chance hatte, etwas zu lernen, hatte später einfacher im Leben als der oder die, die aufgrund von mangelnden Endgeräten im Haushalt keine Chance hatte. Ja, die Pandemie hat uns gezeigt, dass die Digitalisierung in den Schulen und in den Jugendeinrichtungen vorangetrieben werden muss. Aber, und das möchte ich auch dazu sagen, bitte auch die Information darüber, wie man mit diesen Geräten umgeht, wann auch mal genug ist mit Digitalisierung und wann es auch Sinn macht, sich mal wieder in die Augen zu schauen. Da können uns die Träger helfen mit ihren Jugendangeboten. Da kann uns der Jugendhausverein zum Beispiel helfen. Das kann in Bad Cannstatt, es gibt viele Einrichtungen, die Jugendliche dort abholen, wo sie sich aufhalten. Und das ist wichtig. Wir müssen den Jugendlichen zeigen, dass wir sie wahrnehmen, dass wir sie ernst nehmen, dass wir sie anhören. Und dass wir alles dazu tun, dass sie auch gleiche Chancen haben, ihre Zukunft selber mitzuentwickeln und selber zu gestalten. Insofern setze ich auch bei diesem Punkt sehr auf die Zusammenarbeit mit den freien Trägern und den Jugendhilfeeinrichtungen und natürlich mit einer soliden Ausstattung, die die Stadtverwaltung dann den Trägern, aber auch den Schuleinrichtungen stellen muss.